Ihr habt mich mit jemandem verwechselt. Ich glaube, ihr solltet ruhig mit mir kommen. In Berigos würde es schon Leute geben, die wissen, wie mit euch umzugehen ist. Nee, ich glaube, wir versuchen mal das Letzte. Zombies? Ihr erkennt ihr wahres Wesen nicht? Ihr seid verzaubert. Ah, das kann ich mir nicht erklären. Doch, sorgt euch nicht. Dies ist auch anderen schon widerfahren. Und ich weiß, was man dagegen tun kann. Es geht ganz schnell und kaum weh. Ja, man hetzt die Zombie-Horde auf uns. Okay, was liegt auf Talisa? Starres Denken. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuft. Was ihn schon erlebt. Okay, Khalid ist gefesselt. Das ist auch nicht so toll. Haben wir irgendwas, was uns hier helfen könnte? Ja, laden. Okay, ich glaube, wir ziehen uns erst einmal dezent zurück vor diesen Untoten. So. Hier um die Ecke, hier schlagen wir unser Nachtlager auf, beobachten sie erst einmal. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Heilen Khalid. Und werden von Skeletten überrascht. Gut. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja, so gut. Naja, wenn dieser Basilus hier ständig Untote erweckt, ist es kein Wunder, dass hier sich so viele Skelette rumtreiben. Ja. Gut. So, da ist noch eins. Gut. Weit sind wir hier ja noch nicht gekommen. Zombie. Ja, das kennen wir schon alles. Warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Also, ihr verwechselt uns? Nein, die Zeit hat sie dich vergessen lassen, genau wie alle anderen. Doch ich kann dein Gedächtnis wieder auffrischen. Und wir werden alle wieder eine Familie sein. Halte still. Ach, deswegen zauberst du starres Denken auf mich, oder was? Für die Gefallenen! So, erstmal weg mit dem. Oh, zwei Gelähmte. Und wir sind tot. Okay, nochmal laden. Gut. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, kennen wir schon alles. Warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal etwas gebufft. Ja, was immer ihr braucht. Du bist ja ein komischer Kauz. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen mit einer Sache. So, nochmal unterbrochen. Sehr gut. Aua. Als die Familie. Ja, und allgegenwärtige Autoritätsperson. Was? So, das sieht schon mal etwas besser aus. Minsk.
wenn niemand besser geeignet ist. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Was wollt ihr? Gott, hat der eine Armee hier. Aus Untoten. Okay, er ist tot, wenigstens etwas. Ja, gut. Das sind sogar Skelette mit Armbrüsten. Was zum Geier? Was wollt nichts leichter als das? Ja, denn ich verschwinde jetzt. Und das Ganze in so einem Art Stonehenge-Zirkel. Was? Beinahe unter meiner Würde. Heftig. Ja, das sind tatsächlich schwere Armbrüste. Schwere Crossbows. So, was hast du dabei? Handschuhe, einen Kriegshammer, Schmuck und eine Rüstung. Handschuhe und Kriegshammer würde ich gerne identifizieren. So, dir würde ich gerne Pfeile geben. Der sieht nämlich böse aus, der Kriegshammer. Die Handschuhe, die sehen fast so aus, als ob sie verflucht wären. Ja? So. Ihr habt eine Aufgabe? Auch wenn es gruselig ist. Wir haben keine Heilung mehr. Also werden wir hier halt... Werden wir hier eine Nacht verbringen? Ja. Was wollt ihr gut? Okay, was? Was stand da gerade? Achso, ein stechendes Grab. Ein stechender Grabesgeruch. Jetzt wäre es schön, einen Feuerball zu haben. Oh, wir hätten den Monster-Zaubernstab gegen Basilus benutzen können. So. Sollen die mal helfen, dann geht das etwas schneller. Irgendwas muss der Stab ja gut sein. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ja? Oh, jetzt sind es Wölfe. Was wollt ihr? Du kannst ruhig deinen Bogen benutzen. Was? So. Unter meiner Würde. Ja? Wait, das hat sogar immerhin zum Level Up geholfen. Eine Stufe höher. Bitte 10 Punkte hier rein und 10 Punkte hier rein. So. Wir haben geruht. Was immer ihr braucht. Was sind das für Handschuhe? Ungeschicklichkeitshandschuhe. Ungeschicklichkeitshandschuhe. Elanders Handschuhe der Verwechslung. Mit bösen Hintergedanken stellte der ungestüme Elander diese Handschuhe her, um einen Rivalen zu überwinden. Seine Bösartigkeit rächte sich dabei jedoch an ihm selbst, als er diese Handschuhe mit einem anderen Paar verwechselte. Kann nur durch den Zauberfluch brechen entfernt werden. Ja, die definitiv nicht anziehen. Das ist ein sehr schöner Kriegshammer, der ist sogar elektrisch. Was ist denn das? Kriegshammer plus 2 Ashidena. Ashidena war eine bemerkenswerte Strategin, die ihre Fähigkeiten im Jahr der Schwarzen Horde gegen die Armeen der Orks einsetzte. Sie traf auf Dergat Wildtun, den Krieger, in dessen Besitz sich diese Waffe befand. Als er einen vom großen Ork Varstok angeführten Angriff aus dem Hinterhalt vereitelte, machte ihn bald darauf zu ihrem Feldhauptmann. Nachdem sie sich während des gesamten Krieges gegenseitig unterstützt hatten, verliebten sie sich und heirateten schließlich. Historiker berichten, dass Dergat seinen Kriegshammer nach seiner Braut benannte, um ihn an die Liebe zu erinnern, für deren Schutz er gekämpft hatte.
Was Ashidena hiervon hielt, ist nicht bekannt. Ja, kann nicht verwendet werden von bla bla bla. 1W4 plus 3 klingt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Du bist 1W6 plus 2. Du machst also 3 bis 8. Du machst halt nur 1 bis... 1 bis... Nee, du machst 4 bis 7. Plus 1 elektrisch. Also machst du 5 bis 8. Und hast auch einen besseren ETW. Und siehst cool aus. Hier, weißt du was? Wir haben ja stumpfe Waffen ziemlich hoch gesteigert. Da sollst du mal mit dem kämpfen. Ich will mal sehen, wie der abgeht. Ja, gut. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich stylisch aus. Das ist dann nachher für die Übergangszeit. So. Wir haben Basilos heiliges Symbol. Das erinnert mich fast schon ein bisschen an das von Malahi. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Wahrscheinlich, weil beide Syrigan beten. Ihr habt eine Aufgabe? So, Kalitai. Eine Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippen begegnet. So. Ich bin ganz Ohr. Ach, du hast noch einmal identifizieren. Dann identifizier bitte diesen Zauber. Genau, Schutzformel gegen Magie. Eine Schutzformel gegen Magie erzeugt eine unsichtbare Kuppel in einem Radius von einem Meter um das Ziel herum. Keine Art von Magie kann in diese Kuppel eindringen oder aus ihr heraustreten. Dies gilt jedoch nicht für physische Materie. Es werden dadurch auch Zauber aufgelöst, die gegen den Anwender ausgesprochen wurden. Die Wirkung ist allerdings nicht dauerhaft und erlischt nach 10 Phasen. Zauber kann nicht angewendet werden. Zauber funktioniert nicht innerhalb des Zyklus, mit Ausnahme von magischen Waffen. Spezielle Merkmale: Band bei Anwendung alle momentan magischen Wirkungen. Reichweite 10 Meter, Wirkungsbereich ein Wesen und so weiter. Ist also ein sehr mächtiger Schutzzauber. Der gern Verwendung finden darf. Wenn wir ihn mal brauchen. Ja. Wir haben ihn ja gekriegt, um gegen die... Beinahe unter meiner Würde. Gegen die vier anzutreten, die dem dienen, der meinen Zielvater ermordet hat. Ja, das werden wir aber noch sehen. Das kommt wahrscheinlich erst etwas später. Hey, du da. Psst, ich spioniere Basilus und sein Gespenst nach. Die sind vielleicht komisch. Ich habe noch nie von einem komischen Gespenst gehört. Warum sind sie so komisch? Basilus erzählt immer wieder diese Geschichten über seine glückliche Kindheit. Aber all diese Gespenster stöhnen und murren nur und so, als ob sie nicht richtig zuhören. Das hat mein Bruder Johnny auch immer gemacht. So vor sich hingemurmelt, wenn er nicht richtig zuhörte. Ihr bleibt hier, ich gehe und erzähle meiner Freundin Nettie von diesem Ort. Sie wird denken, es ist richtig komisch, jetzt wo ihr Vater verschwunden ist. Der böse Priester Basilus scheint wahnsinnig zu sein. Er hält die Untoten, die er beschwört, für die lebenden Mitglieder seiner Familie. Außerdem glaubt er, mein Kind zu sein. Armer kleiner Futi. Er ist genauso verrückt wie alle anderen an diesem gefährlichen Ort. Er sah diesem widerlichen Basilus zu, als der versuchte, seine eigene Familie unter den animierten Leichen ausfindig zu machen und dabei über ihr Gekasper lachte, wie es so seine Eigenart ist. Schuld und Unschuld sind solch dem wahre Begriffe in dieser Angelegenheit. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich diese Verderbtheit nicht länger mit ansehen kann. Ja, Basilus ist schon hinüber. Und leider ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich erstmal LP 010. Oh, wir sind schon bei LP 010. Großes P bitte. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.